Muad ibn Jabal, das ist einer von den besten Sahaba des Propheten Muhammad a.s. Muad ibn Jabal war der Botschafter des Islam in Jemen. Der Prophet Muhammad a.s. hat ihn nach Jemen geschickt, als Botschafter für den Islam. Und in Jemen haben 99% Juden und Christen gelebt. Heute sind es 1% Juden und Christen in Jemen. Deshalb, meine liebe Geschwister im Islam, seid stolz auf den Islam. Der Islam kommt. Ja? Jeder von uns hat eine Aufgabe. Jeder Muslim hat eine Aufgabe. Allah sagt im Koran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid das beste Volk. Ihr seid die beste Gemeinde, die auf diese Erde und für die Menschen entsandt worden ist, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Seid stolz auf den Islam. Das, was ihr in den Medien sieht und hört, wallahi, das ist nur Wut. Das ist nur Wut. Vor ein paar Jahren gab es keinen hier, der Bart getragen hat. Vor ein paar Jahren war Kopftuch nur für die alten Frauen, die das aus Tradition getragen haben. Heutzutage tragen junge Muslimen Kopftuch und die sind stolz darauf. Und sie diskutieren über den Islam und sind stolze Muslime. Damals hat man sich geschämt, Bart wachsen zu lassen. Heute gehen die Muslime auf der Straße, wie der Prophet Muhammad a.s. aussah und wie Isa a.s. aussah und sind stolz darauf. Alhamdulillah. Und das tut diesen Menschen im Herzen weh. Wallahi, meine liebe Geschwister im Islam, das ist, was die Kuffar im Herzen wehtut. Lasst euch nicht beeinflussen von der Lügen der Medien. Die sind nur gesteuert, um euer Psyche kaputt zu machen. Damit keiner von euch Lust hat, in die Moschee zu kommen. Damit keiner von euch sich traut, zu sagen in der Öffentlichkeit, dass ihr Muslime seid. Das ist ein Plan. Und dieser Plan hat Allah zerstört. Und Alhamdulillah, jeden Tag nehmen Menschen den Islam an. Jeden Tag kommen Geschwister von uns zum Islam zurück und genießen den Islam und erkennen, dass das die einzige Wahrheit ist und bitten Allah um Vergebung und Verzeihung, dass sie durch einige unwissenden sogenannten Muslimen in die Irre geführt worden sind, vertrieben worden sind von Moscheen, die nur für Regierungen gegründet worden sind, damit eine Flagge von irgendeinem Land in dieser Moschee fixiert wird. Alhamdulillah, der Islam kommt, mit uns oder ohne uns. Der Prophet Muhammad a.s. hat versprochen. Und der spricht nicht von seiner Gelüste. Alles, was er gesagt hat, ist Offenbarung von Allah. Und ich denke, jeder Muslim liebt den Prophet Muhammad a.s. Und wenn du den Prophet liebst, dann glaubst du auch seine Worte. Er hat versprochen, dass diese Religion ins jede Haus hier in Europa reindringen wird. Und er hat versprochen, dass der Islam siegen wird.
Warum soll der Islam siegen? Weil das die einzige Wahrheit ist. Weil das die einzige Wahrheit, die auf dieser Erde existiert. Dieses Buch ist die einzige Wahrheit, die hier auf dieser Erde existiert. Alles andere ist nur eine Lüge. Alles, was man versucht, euch zu verkaufen, ist eine Lüge. Nur der Koran ist wahr. Und jeder Kafir erkennt, dass Islam die einzig wahre Religion ist. Deshalb verdient er die ewige Verdammung in der Hölle, wenn er stirbt ohne Islam. Denn Allah ist gerecht. Oder zweifelt ihr an die Gerechtigkeit Allahs? Weil leider, wir erleben heutzutage, dass einige Muslime anfangen, die Kuffar zu verteidigen. Das sind liebe Leute. Das sind liebe Leute. Das sind nette Menschen. Warum sollen sie in die Hölle kommen? Erstmal, wenn du das sagst, dann zweifelst du an die Barmherzigkeit Allahs und an die Gerechtigkeit Allahs. Und du musst Angst haben, dass du vielleicht durch diesen Satz den Islam verlassen hast. Ihr seht das selber. Allah sagt im Koran, لَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Und Allah sagt auch im Koran, was ihre Herzen verbergen, ist noch schlimmer als das, was sie jetzt sagen. Und subhanallah, die Wahrheit kommt jetzt sofort raus. Wir hören und sehen nur Hasspredigt gegen den Islam. Volksverhetzung. Sie versuchen, Kriege zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen zu verursachen. Und wir sind die Hassprediger. Subhanallah. Jetzt, was wollen wir für diese Menschen? Was will jeder Muslim hier in Deutschland für die Nicht-Muslime? Wir wollen nur das Beste für diese Menschen haben. Das Beste ist Islam. Dass sie den Islam annehmen, damit sie vor der ewigen Verdammung in der Hölle gerettet werden. Wir lieben nur das Beste für die Menschen und sie bezeichnen uns als Hassprediger. Ja, Hassprediger. Wer sind die Hassprediger? Die Medien, die gesteuert sind, predigen nur Hass. Unsere Kinder, wenn sie jeden Tag in den Nachrichten hören, Muslime sind dumm, Muslime sind Terroristen, Muslime sind das und das und das und das. Welches Kind hier in Deutschland wird die Deutschen lieben später? Ich glaube nicht, dass irgendein Kind von den Muslimen hier in Deutschland Achtung und Respekt für dieses Land und für dieses Volk haben wird. Deshalb, die Nachrichten, die Medien, diese Islamhetze und alles, was gesagt wird, ob das von Politiker oder von Versager kommt, und beide sind gleich, darf uns nicht beeinflussen. Sie wollen nicht, dass du aufstehst und betest. Natürlich, wenn du hörst in den Nachrichten, dass Islam beleidigt wird, du kannst nicht ruhig stehen. Dein Herz fängt an zu beben. Aber denk an deinen Propheten Muhammad a.s. Denk an die Sira des Propheten Muhammad a.s. Der beste Mensch, der je gelebt hat. Man hat ihn mit Steine geworfen. Man hat ihn auch ausgewiesen von Mekka nach Medina. Man hat ihn als Lügner bezeichnet. Man hat ihn auch als Terrorist bezeichnet. Ja? Lasst euch das nicht beeinflussen. Weiter Dauer machen. Jeder von uns hat hier eine Aufgabe.
Und Allah wird uns allen am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen. Und Allah wird jedem von uns fragen, was hast du in Deutschland gemacht? Jeder von uns muss die Antwort vorbereiten. Denn der Todesengel kann jede Sekunde kommen. O Allah, ich habe eine Koranübersetzung meinen Nachbarn allen abgegeben. Ich habe Flyer verteilt an die Menschen. Ich habe mit den Menschen über den Islam geredet. Ja? Und noch den letzten Satz, inshallah. Die Situationen in den Moscheen muss geändert werden. Die Situationen in den Moscheen muss geändert werden. Meine liebe Geschwister im Islam, ihr müsst wissen, dass die Menschen, die hier vor 30 Jahren, 40 Jahren nach Deutschland gekommen sind, das sind unsere Eltern und Verwandte von uns, die sind hier gekommen, um Straßen zu kehren. Viele von denen haben den Islam verloren und die Dunya geliebt. Einige von denen nennen sich Muslime, aber sie haben mit dem Islam gar nichts zu tun. Und einige von denen haben diese Moscheen gebaut. Jetzt sind wir dran. Ihr seid jetzt die Generation, die den Islam hochtragen muss. Und ihr müsst auch wissen, dass die Helfer des Propheten Muhammad a.s. die Jugend waren, nicht die alten Leute. Die alten Leute haben den Propheten a.s. gekränkt. Und nur die Jugend hat ihm geholfen. Und nur die Jugend hat den Islam hochgebracht. Und das ist eure Aufgabe. Es gibt viele Menschen hier in Deutschland, die eingeschüchtert worden sind, besonders in den Moscheen und in den Verwaltungen der Moscheen, von der Polizei. Ihr müsst diesen Menschen helfen. Das sind unsere Geschwister im Islam. Allah weiß, wie man diese Menschen unter Druck gesetzt hat, damit man euch vertreibt aus den Moscheen und dass ihr mithilft. Es reicht nicht oder es hilft uns nicht, wenn wir immer über die Vorstände in den Moscheen schimpfen und jammern. Das hilft uns nicht. Wir müssen Hand in Hand zusammenarbeiten und immer Nasiha geben, damit inshallah die Moscheen ihre Funktionen bekommen. Die Moscheen sind nicht nur Orte zum Beten, die ganze Erde ist ein Ort zum Beten für uns Muslime. Die Moscheen sind die Schulen für den Islam. Die Moscheen sind da, damit unseren Kindern den Islam beigebracht wird, damit auf Deutsch auch drin gepredigt wird, damit unsere Kinder den Islam verstehen und begreifen. In der Moschee muss der Imam die Landessprache verstehen, damit er die Jungs den Islam beibringt. Aber das tut er, wenn er Allah fürchtet. Die Moscheen müssen ihre Funktionen bekommen, dass der Islam in diesen Moscheen gepredigt wird, dass die Menschen den Islam verstehen und dass die Menschen trainiert werden, wie sie Dauer mit den Menschen draußen machen. Denn das war die Funktion der Moschee, als der Prophet Muhammad a.s. gelebt hat. Von der Moschee aus Medina ist der ganze Islam exportiert worden, weltweit. Deshalb, das ist ein Appell an die Geschwister, die die Moscheen verwalten, die sollen nur Allah fürchten und keinen anderen fürchten. Und sie müssen wissen, dass sie am jüngsten Tag vor Allah stehen werden. Und deren Strafe, wenn sie die Jugend in die Irre schicken, deren Strafe ist gewaltig.
Weil derjenige, der die Menschen in die Erde schickt, bekommt auch ihre Strafen dazu. Und derjenige, der Gutes tut und die Menschen zum Guten aufruft, er bekommt auch von ihren Lohn. Das ist ein Appell an allen Menschen in Deutschland, die Moscheen verwalten. Die sollen nur Allah fürchten. Und sie dürfen sich nicht einschüchtern lassen. Das ist sowieso eine Prüfung. Wir werden alle hart geprüft. Und Alhamdulillah, dass Allah uns prüft. Seid stolz auf den Islam. Islam ist Amane, eine anvertraute Sache von Allah bei jedem Muslim von uns. Möge Allah uns inshallah Ikhlas geben, Aufrichtigkeit geben, dass wir diese Religion nach vorne bringen inshallah. Und dass wir inshallah Hand in Hand mit dem Prophet Muhammad a.s. ins Paradies geführt werden. Subhanakallah wa hamdak, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.